Herzlich willkommen, ihr Freunde der gepflegten Zeitverschwendung zu Let's Play Don't Escape. Fangen wir an. Ich erwache in einem Raum. Der Raum ist nicht verschlossen und ich erinnere mich an alles. Ich bin ein Werwolf. Heute Nacht werde ich mich verwandeln und Menschen werden sterben. Es sei denn, ich finde irgendwie einen Weg, mich davon abzuhalten, diesen Ort hier zu verlassen. Was auch immer passiert, ich muss sicher gehen, dass ich nicht entkomme. Das ist unser Ziel des Spiels, nicht zu entkommen. Also entkommen wir. Nein, das ist nicht das Ziel des Spiels. Ich würde besser mal kurz. Am besten schieben wir auch den Schrank davor. Das Seil nehme ich auch mal mit. So, dann gucken wir uns mal im Haus um. Okay. Ein Geweih, ein Jäger muss hier gelebt haben. Gewehr, keine Munition. Okay. Besen, auch keine Munition. Was haben wir hier? Nur ein Fläschchen. Ah, ein Tagebuch. Mein Tagebuch. Die Hütte sieht verlassen aus. Ich bleibe hier für eine Weile und überlege mir, was ich machen muss. Ich hoffe, ich habe den Vorbesitzer nicht gefressen. Heute Nacht ist Vollmond. Was haben wir hier? Yay, ein Topf voll kaltem Wasser über einem leeren Kamin. Wundervoll. Fenster machen wir auch besser dazu. Das ist ein kleiner Haken. Den machen wir auch zu. Ja. Was haben wir sonst noch? Yay, getrocknete Kräuter an einem Haken. Super. Kiste, verschlossen. Stuhl, Tisch. Fässer, leer. Gut, würde ich sagen. Binden wir uns fest und Fenster ist verschlossen, Tür ist zu. Kann eigentlich nichts schief gehen. Los geht's. Wir warten die Nacht ab. Mal sehen, was passiert. Die Verwandlung war vollendet. Der Werwolf war hungrig und er wollte Fleisch. Er zerriss das Seil, das ihn zurückhielt. Oh, dann suchte er einen Weg nach draußen. Er war wütend und sehr hungrig. Er wollte schnell aus der Hütte entkommen. Die Tür war blockiert, also hat er das Fenster versucht. Er hat einen Moment gebraucht, das Schloss zu zerbrechen. Oh Gott. Endlich war der Werwolf frei. Oh oh. Ein Gemetzel. Der Werwolf attackierte das Dorf und tötete 7 Menschen. Manche davon lebendig gefressen. Manche davon wurden lebendig gefressen. Sie wurden lebendig getötet. Während der Werwolf damit beschäftigt war, Menschen zu töten, kam zufällig eine Gruppe von Monsterjägern vorbei. Sie trieben ihn in eine Ecke und töteten ihn ohne jegliche Gnade. Ja, das war dann wohl nichts, würde ich sagen. Versuchen wir es nochmal. Nicht entkommen. Entkommen! Vergiss die Menschen! Niemand braucht Menschen! Ich bin Werwolf, ich kann tun, was ich will! Ich gehe jetzt zu ihnen rüber und erkläre ihnen das freundlich. Am besten mit meiner Axt im Gepäck. Jeder mag doch Menschen, die mit einer Axt auf einen zukommen. Ach, vielleicht bringe ich ihnen köstliches Feuerholz. Oder diesen Pilz, der sich am Rand des Bildschirms versteckt. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man die Kette unter dem Dach. Ja. Tja, trotzdem war das wahrscheinlich nicht alles, was wir tun müssen. Gucken wir uns doch mal weiter um. Wir haben einen Kamin und Feuerholz und wir haben Feuerholz. Wunderbar, brauchen wir noch Feuer. Fläschchen nehme ich mal mit, das müssen wir hier mal lesen, denke ich. Munition haben wir immer noch keine. Schade. Fenster zumachen war wahrscheinlich keine schlechte Idee, das zuzumachen wahrscheinlich auch nicht. Was haben wir noch im Raum? Oh, Schlüssel. Ja, jetzt habe ich einen Schlüssel. Das ist ein Bett. Ist irgendwas unter dem Bett? Ah, noch ein Schlüssel. Yay. Ich habe auf etwas ein bisschen Verruchteres gehofft, aber gut. Was haben wir hier? Leer. Leer. Rate, was das nächste ist. Oh, okay, das ist gar nicht leer. Was ist drin? Oh, eine Zinderbox. Ist hier unten noch was drin? Gut, gucken wir uns um. Kann ich eigentlich... Ich habe nur eine Kerze. Kann ich hier mal eine Zinderbox... Nö, das wäre Verschwendung. Ich entscheide, was Verschwendung ist. Mehr getrocknete Kräuter, genau, da war was. Ah, das war mein Schlüssel. Der passt nicht. Das macht nichts. Ich habe noch einen und der ist goldig. Jetzt kommen wir auch zu Lang-Flash-Spielen. So. Yeah, ich hab's aufgeschlossen. Und drin sind Hammer und Nägel. Was brauchen wir?
brauchen wir nur was zum Nägeln und Hämmern. Machen wir uns doch einfach mal was. Pische, meine alten Erzfeinde. Ja, ich sie hasse. Gut, gucken wir uns weiter um. Ah, wir sind wieder hier. Würde ich sagen, schließen wir mal die Tür. So, und dann können wir eigentlich auch das Ding davor schieben. Das hat ja ganz gut funktioniert, eigentlich. So, ich kann jetzt feuern. Upsa. Jetzt haben wir kochendes Wasser. Yay. Würde ich sagen, machen wir uns die Pilzsuppe. Köstlich Pilzsuppe. Fehlen aber noch ein paar Kräuter, würde ich sagen. Petersilie, Schnittlauch. Das Übliche. Ja, jetzt haben wir Suppe. Ja, es kocht, aber irgendwas fehlt noch. Ach, hätten wir auch nur sowas wie einen Vorratskeller. Momentchen mal. Ja. Das zu finden, dafür habe ich ewig gebraucht. Zu mir. Gewürz. Gewürz ist gut. Und hier haben wir. Oh ja. Das ist das, was ich suche. Fleisch. Das war's aber auch anscheinend schon wieder. Ich sagen, dann würzen wir das Ganze noch ein bisschen. Das abschmecken. Das Wasser kocht und unser Gemisch scheint fertig zu sein. Dann füllen wir es mal auf mundgerechte Flaschen ab. Mhm. Jetzt haben wir eine Rauschen. Trinken wir die? Nö. Ich kipp mal aus Fleisch. Jetzt haben wir vergiftetes Fleisch. Oder sagen wir mal, nennen wir es bearbeitetes Fleisch. So, wir haben ein paar Planken. Diese Bretter halt. Na komm. Und wir haben Hammer und Nagel. Da eben durchs Fenster entkommen ist, würde ich sagen, ändern wir das mal. Da kommt auch kein Werwolf durch. So, hier haben wir eine Menge Kram, mit dem wir nichts anfangen können. Aber wir können zum Beispiel noch das Fleisch an diesen Haken hängen. Und, na komm. So, das sollte den Werwolf doch schon mal ein bisschen beruhigen. Gut, Tür ist zu. Fleisch vergiftet, würde ich sagen, fesseln wir uns mal selbst. Und zwar nicht nur mit Seil, sondern mit Seil und Kette. Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Wir warten, bis die Sonne untergeht und der Vollmond aufsteigt. Ich beginne schon zu fühlen, diesen Drang, den ich mir zu fühlen. Sind wir bereit? Ich hoffe. Wandlung ist vollendet. Der Werwolf war hungrig und er wollte Fleisch. Er zerriss das Seil, das ihn zurückhielt. Er kämpfte ein wenig mit der Kette, aber auch das hat er irgendwie geschafft. Das Fleisch am Haken bot gewisse Ablenkung. Und als es dann gegessen hat, fühlte er sich nach etwas hungrig. Er fing damit an, die blockierte Tür einzurennen. Und er hat einen Moment gebraucht, das Schloss aufzubrechen. Und dann war er frei. Das sieht schon mal ein ganzes Stück besser aus. Das sieht ein ganzes Stück besser aus. Denn was hatten wir am Ende? Eine ruhige Nacht. Genau, was wir wollten. Der Werwolf brach frei von der Hütte, aber es hat einfach zu lange gedauert und war zu anstrengend. Geschwächt vom Gift und davon die Tür einzurennen, hat er einfach keine Kraft mehr. Er floh in die Wälder, ohne dass ihn irgendjemand bemerkte. Wunderbar. Wir haben niemanden getötet, und das war unser Ziel. Und mein Ziel war es, euch ein bisschen zu unterhalten. Und ich hoffe, das habe ich geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Doc Oppenheimer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.